Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge, zu der nächsten Liebessprache, Liebessprache Nummer 4. Wir sind jetzt mittlerweile bei den Geschenken und du landest bestimmt hier, weil du den Test schon gemacht hast und du weißt genau, dass die Geschenke deine Liebessprache sind. Und wenn nicht, dann hast du hier nichts zu suchen. Nein, Quatsch. Natürlich kannst du dir die Folge anhören. Und du kannst bestimmt auch so unheimlich viel mitnehmen, aber es bringt halt einfach super viel, wenn du die Liebessprache von dir und von deinem Partner kennst und dann einfach da so in diese Kerbe reinschlagen kannst. Also wenn es dich super interessiert und du dieses Konzept der fünf Sprachen der Liebe auf dein Beziehungsleben anwenden möchtest, dann hör dir am besten erstmal die Anfangsfolge an, wo wir das ganze Konzept erklären. Mach dann den Test, um herauszufinden, welche Liebessprache du und dein Partner sprichst. Und dann hör dir nochmal separat die Folge zu dem Thema an, was für euch beide halt relevant ist. So, aber jetzt, um direkt wieder auf das Thema zurückzukommen. Wir sind jetzt bei Liebessprache 4 und dabei geht's um die Geschenke. Genau. Also, wenn du diese Liebessprache hast, dann magst du es zum Beispiel total gerne, selbst Geschenke zu machen. Geschenke, die von Herzen kommen und Geschenke, wo du einfach weißt, oh, das gefällt denen total gerne, ob groß oder ob klein. Hauptsache, sie kommen von Herzen. Und daran wirst du vielleicht schon ein bisschen merken, okay, Geschenke, irgendwie machst du das total gerne und das ist dir unheimlich wichtig. Und in dieser Liebessprache und in einer Partnerschaft ist es so, dass, ja, Geschenke bei dieser Liebessprache wirklich ein sichtbares Zeichen der Liebe sind. Also wenn dein Partner dir ein Geschenk macht, was wirklich von Herzen kommt und das dann aber auch was öfters, dann ist es wirklich auch ein sichtbares Zeichen der Liebe. Also kann natürlich auch nicht so oft sein, ist trotzdem ein Zeichen der Liebe. Aber wenn dein Partner diese Liebessprache hat, dann braucht er auf jeden Fall mehr Geschenke als nur an Weihnachten und Geburtstag. Und wie wir das bei allen anderen Liebessprachen auch schon gesagt haben, ist das bei dieser Liebessprache nicht anders. Die Personen, die diese Liebessprache haben, haben ein ganz anderes Empfinden dafür, wie diese Liebessprache auf sie wirkt. Das heißt, wenn du jemandem etwas schenkst, der die Liebessprache Geschenke hat, dann ist das für den ein echter Liebesbeweis. Und das muss man sich einfach immer so ein bisschen auch vor Augen halten. Ein Geschenk, was du einer Person gibst, die diese Liebessprache hat, ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass du ihn liebst. Also das muss man sich einfach mal so reinziehen, was für eine Bedeutung das eigentlich hat. Das ist jetzt nicht nur, okay, hier hast du was und ich meine, klar, ich kriege auch super gerne Geschenke und Aline kriegt auch super gerne Geschenke, aber für diese Person hat das einfach nochmal eine komplett andere Bedeutung. Voll. Und da ist wirklich, das müssen wir auch nochmal betonen, dass die Art der Geschenke ist komplett egal. Also ob groß, ob klein, ob teuer, ob ganz kostenlos, ob gekauft, ob selbst gemacht, das ist komplett egal. Und in dem Test gibt es zum Beispiel auch eine Frage, da steht, die kleinste Blume im Vorgarten ist für dich schon der größte Liebesbeweis. Das verdeutlicht es nochmal so ein bisschen. Einfach weil, weil dein Partner sich Gedanken macht und dir etwas schenkt. Und das war ja hoffentlich dann auch kostenlos. Aber dein Partner freut sich halt ungemein darüber, wenn du ihm auch so kleine Geschenke im Alltag machst und es da nicht immer nur einen Anlass für geben muss. Was halt auch super interessant ist zu wissen, ist einfach, dass das nicht teuer sein muss, ne? Also du kannst auch was selber basteln und dein Partner, der diese Liebessprache hat, der weiß genau, okay, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwas Cooles gebaut oder so oder irgendwie Zeit auf jeden Fall in dieses Geschenk rein investiert. Dann weiß dein Partner das ganz anders wertzuschätzen als jemand, der diese Liebessprache nicht hat. Für den ist das ein richtiger Liebesbeweis, wenn du für ihn zum Beispiel irgendwas baust oder ich weiß nicht, irgendwas machst halt, was Zeit investiert in dieses Geschenk. Und das ist halt super interessant zu wissen. Und wenn dir das Schenken noch ein bisschen schwer fällt und wenn du dir jetzt denkst, ach du meine Güte, ich soll doch nicht jetzt etwa jedes Mal was neu bauen oder jedes Mal was basteln. Da bin ich überhaupt gar nicht der Typ zu. Mein Partner hat aber diese Liebessprache. Wenn es dir also schwer fällt, dann mach einfach mal eine Liste mit Geschenken,
über die sich dein Partner bereits gefreut hat, also die du an Weihnachten oder am Geburtstag geschenkt hast, Kleinigkeiten, da wo dein Partner sich wirklich gefreut hat. Und wenn du nicht weißt, ob er sich wirklich ernsthaft gefreut hat, dann frag ihn einfach auch. Dadurch kannst du einfach auch sehen, was deinem Partner gefällt. Und letztendlich ist es trotzdem egal, was man dem Partner schenkt. Hauptsache, es kommt von Herzen. Aber da hast du schon mal so eine kleine Orientierung und kannst sehen, was halt eben so, in welche Richtung das geht und wo du deinem Partner vielleicht noch eine Freude machen kannst. Und das ist auch ein super Tipp für alle anderen, die diese Liebessprache nicht haben und jetzt gerade hier reinhören. Macht euch einfach auf dem Handy eine Notiz und schreibt einfach über das Jahr hinweg einfach die Sachen auf, wo dein Partner sagt, ey, das hätte ich gerne, das würde ich gerne mal machen, das finde ich total cool. Einfach so eine Liste anzulegen und dann, wenn der Geburtstag ist, dann guckst du einfach nur in deine Liste rein und hast direkt tausende von Möglichkeiten, die du anwenden kannst, und das ist einfach super cool, weil du direkt die Sachen hast, die, wo du genau weißt, da freut sich dein Partner drüber, die sind gut und da hat dein Partner Spaß dran. Mir fällt das dennoch schwer, aber ich habe auf jeden Fall immer erstmal so ein paar Ideen, aber oftmals nehme ich tatsächlich dann doch wieder was anderes, weil was anderes aktuell ist, aber du hast auf jeden Fall erstmal einen Grundstamm an Ideen. Und ich mache das auch bei Familienmitgliedern, habe ich auch so eine Liste. Wenn die mal irgendwas erwähnt haben, voll gut, kannst beim nächsten Mal schenken, wissen die meistens gar nicht mehr und freuen sich umso mehr. Also es ist richtig, richtig gut. So, und jetzt nochmal an alle sparsamen Menschen. Also ich meine, ich zähle uns jetzt gerade auch dazu, weil wir halt für diese Weltreise gespart haben. Deswegen haben wir uns jetzt nicht viel geschenkt. Aber wir haben auch diese Liebessprache nicht, deswegen ist das jetzt für uns nicht so wirklich das Problem gewesen. Aber an alle Menschen, die irgendwie denken, okay, ich habe jetzt keine Kohle dafür, ich kann meinem Partner jetzt nicht tausend Geschenke machen. Denk einfach mal darüber nach, was so ein Geschenk für deine Beziehung bedeutet, für deine Partnerschaft, für deine Ehe. Weil das ist ein Geschenk, was du in eure Beziehung investierst. Mhm. Und diesen Mindshift einfach mal hinzubekommen, das heißt, du kannst quasi mit Zeit, die du in ein Geschenk investierst, oder mit Geld, was du in ein Geschenk investierst, kannst du deine Beziehung verbessern. Das muss man sich einfach immer mal so vor Augen halten. Und wenn beide Tanks halt gefüllt sind in eurer Beziehung, also von dir und von deinem Partner, dann ist das ein ganz anderes Miteinander. Ihr geht ganz anders miteinander um, ihr seht nicht so diese kleinen Macken an dem anderen, versucht immer nur das, oder ihr seht häufig auch einfach nur so die guten Seiten an dem Partner. Das ist halt ganz anders, wenn beide Tanks einfach gefüllt sind. Deswegen lohnt es sich einfach unheimlich, da in diese Liebessprache zu investieren. Und wie wir gerade auch schon gesagt haben, geht's nicht unbedingt darum, da irgendwie krass viel Geld auszugeben. Das kann auch irgendwie ein Gänseblümchen aus dem Vorgarten sein. Oder ich weiß nicht, irgendwelche Sachen, die du mitbringst aus dem Urlaub, eine Postkarte oder weiß ich nicht was. Da geht's nicht darum, irgendwelche krassen, teuren Sachen zu kaufen, sondern einfach nur, es geht einfach nur um die Geste an sich. Voll. Und da müsst ihr euch immer wieder halt bewusst werden, was ist meine Ehe mir auch wert. Also natürlich sollte jetzt nicht, was weiß ich, wie viel Geld nur in Geschenke stecken. Ne? Da müsst ihr einfach auch gucken, wie ihr so mit Finanzen aufgestellt habt, was ihr so für Ziele habt. Da wollen wir gar nicht reingreifen. Aber überlegt halt einfach, okay, weil manche würden jetzt sagen, nee, okay, Geschenke, das kriege ich nicht hin. Aber wenn ihr das sagt und euer Partner diese Liebessprache hat, dann werdet ihr die halt nie bedienen. Und das bedeutet schlussendlich, dass euer Partner sich nicht geliebt fühlt und dieser Tank einfach nicht voll ist. Und wenn dieser Tank nicht voll ist, dann habt ihr letztendlich auch keine erfüllte Beziehung. Von daher überlegt dir, wie kriegst du es vielleicht anders hin? Werd ein bisschen kreativ. Also sag nicht komplett, okay, Geschenke, das ist was, wo ich Geld ausgeben muss, das kann ich jetzt über absolut gar nicht investieren. Überleg, was ist dir deine Ehe, was ist dir deine Beziehung wert? Also, du musst jetzt nicht komplett massig viel Geld ausgeben, aber guck einfach, wie du es vielleicht irgendwie hinkriegst. Und ein weiterer Aspekt dieser Liebessprache ist das Geschenk der eigenen Person. Das heißt, du investierst dich selber als Person in diese Beziehung. Also du bist einfach da, du bist vor Ort und du bist eigentlich das größte Geschenk, was du deinem Partner machen kannst, mehr oder weniger. Also das solltest du jetzt nicht nur machen, also das ist ein Aspekt, ja, also auf jeden Fall auch irgendwelche Geschenke machen, definitiv, aber auch, das kann man auch irgendwie immer so im Hinterkopf behalten, wenn du einfach da bist, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, wenn du auch zum Beispiel in Krisen, wenn zum Beispiel irgendjemand gestorben ist oder irgendjemand hat eine Krankheit oder ich weiß nicht, irgendwas Schlimmes ist einfach passiert und du bist einfach nur da und gibst vielleicht dafür irgendwas auf. Du nimmst dir zum Beispiel einen Tag Urlaub oder
irgendwie sowas, dann ist das auch eine Form von Geschenk, die du einfach an deinen Partner machst. Und dein Partner wird das hundertprozentig wertschätzen. Und was natürlich auch dann in dem Aspekt super interessant ist, ist, dass wenn du jetzt dir diese Folge anhörst und du hast jetzt diese Liebessprache, dann kannst du das deinem Partner auch ruhig sagen. Also wenn du irgendwie meinst, hör mal, bei mir ist gerade super schwierig, kannst du nicht irgendwie mal, ich würde mir von dir wünschen, dass du einfach mehr da bist. So, dann kann man das auch sagen, so. Und ich meine, wie soll dein Partner das sonst wissen? Wie soll dein Partner wissen, dass du dir das wünschst? Wir können, glaube ich, noch alle keine Gedanken lesen. Das wird auch in Zukunft, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Schade. Aber es ist einfach so. So, und wenn du diese Liebessprache hast, dann musst du das einfach kommunizieren. Voll. Und wie wir auch schon gesagt haben, nochmal zusammenfassend, es müssen keine teuren Geschenke sein. Es kann was Kostenloses, was Selbstgemachtes sein. Und es muss auch nicht wöchentlich sein. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr diese Erkenntnis hattet, boah krass, mein Partner hat einfach die Liebessprache der Geschenke, dann könnt ihr mal einen raushauen, ja? Wenn ihr sonst das nicht so oft gemacht habt, dann könnt ihr einfach mal einen raushauen. Dann könnt ihr sagen, boah, okay, jetzt mache ich einfach ein paar Geschenke, überleg mir was. Aber auf Dauer, es muss nicht wöchentlich sein. Also ihr könnt überlegen, wie könnt ihr das vielleicht jetzt am Anfang ganz doll machen, dass euer Partner einfach merkt, boah, der hat sich Gedanken gemacht, aber letztendlich, es muss nicht wöchentlich sein. Genau, jetzt haben wir aber so ein bisschen darüber gesprochen, was diese Liebessprache ausmacht, wie man sie teilweise auch sprechen kann, beziehungsweise hatten wir das jetzt noch so relativ allgemein gehalten, würde ich sagen. Deswegen lass uns jetzt nochmal richtig taktisch werden, lass uns da nochmal konkret reingehen. Was kannst du persönlich machen, um diese Liebessprache für deinen Partner einfach nochmal richtig zu sprechen? So, und da gibt's eine Idee, die wir für euch vorbereitet haben, die besteht darin, einfach deinem Partner ein Geschenk am Morgen, am Mittag und am Abend zu machen. So richtig krass einen raushauen. Aber eigentlich ist es gar nicht so krass, weil du musst dir halt immer vor Augen halten, es zählt nicht das Geld, was du rein investiert hast, sondern einfach nur die Idee und die Geste. Du kannst zum Beispiel am Morgen, weiß nicht, wenn dein Partner zum Beispiel gerne Pfannkuchen mit Blaubeeren mag, so, dann kannst du einfach mal Pfannkuchen mit Blaubeeren machen. So, sowas zum Beispiel, ne? Oder mittags, weiß nicht, bringst du vielleicht einen Blumenstrauß mit und abends schreibst du noch eine schöne Karte mit ein paar schönen Worten drauf. Genau, so. Dann hast du einfach drei Dinge, die jetzt nicht besonders, okay, die Pfannkuchen braucht man schon vielleicht ein bisschen Zeit, aber das sind einfach nur so ganz, ganz kleine Gesten. So, und dein Partner wird das echt zu schätzen wissen. Ja. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dich ein bisschen von der Natur inspirieren lassen. Ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen kitschig, aber es ist möglich, weil, also ich finde es oftmals auch ziemlich kitschig, aber ich habe sowas auch schon mal behalten. Zum Beispiel einen schönen Ast mitzubringen oder einen schönen Stein und dem eine Bedeutung zu geben. Also bei dem Ast musste ich jetzt gerade dran denken, also wir hatten auch zum Beispiel Äste in der Wohnung hängen. Da kann man zum Beispiel auch was Schönes dranhängen, vielleicht ein paar Bilder oder so, je nachdem wie eure Frau oder euer Mann halt so dekotechnisch ist. Das war ja wahrscheinlich jetzt eher so an die Frauen. Die Dalin hatte auch zum Beispiel Schmuck dran gehangen, das sah auch ganz cool aus. Und das ist halt super günstig, kostenlos, wie auch immer. Und du kannst aber auch irgendwie was aus der Natur mitbringen, was eine Bedeutung hat. Also wir hatten das zum Beispiel, dass wir auch, wenn wir am Strand waren, zum Beispiel an unserem Hochzeitstag, hatte ich Muscheln gesammelt und dann hatte ich ein Glas, wo ja die Muschel mit drin war. Dann hattest du, glaube ich, noch so einen Ast aus Norwegen. Also ich weiß nicht, das sind so kleine Stücke, die erinnern irgendwie auch so an so bestimmte Sachen und da kann man sich auch vielleicht ein bisschen von inspirieren lassen. Und was natürlich auch geht, ist, wenn du deinem Partner irgendwas bastelst oder irgendwas, einfach irgendwas Selbstgemachtes schenkst. Ich weiß nicht, wie du jetzt so vielleicht kreativ aufgestellt bist oder wie handwerklich du bist oder ja, ich glaube, jeder Mensch kann irgendwie was basteln oder was bauen. Das ist so meine Meinung. Aber die Delin schenkt sich hier gerade mal nochmal Wasser ein. Das ist auch gut. Die hat einen trockenen Mund jetzt vom ganzen Reden. Genau, aber einfach da reinzugehen und zu sagen, ich baue jetzt irgendwas oder ich bastel irgendwas, das ist halt auch einfach super wertvoll und auch nicht so teuer. Und du kannst da halt auch, da zählt dann einfach die Zeit, die du da so
rein investierst. Was natürlich auch noch möglich ist, so von diesen selbstgemachten Sachen. Tim hatte mir zum Beispiel, ich habe ja jetzt diese Liebessprache nicht, aber ich fand das unheimlich toll. Er hat einmal aus, war das so Architektenpappe, ne? Ja. Wie nennt man das? Nennt man das so? Ja, so ein, ja, so eine etwas dickere Pappe. Architekten hauen uns wahrscheinlich jetzt auf den Kopf, aber ja, genau, auf jeden Fall ist es so ein bisschen dickere Pappe, womit man halt so Modellbauten macht. Und da hat er von unserem Traumhaus, was wir uns mal irgendwie so ein bisschen, ja, erträumt hatten, hatte er dann halt einen Nachbau gemacht. Und das ist auch immer noch, das ist selbst in unseren Kisten, obwohl wir ganz viel weggeschmissen haben, auch vor der Weltreise, ist das in unseren Kisten noch drin. Also das war richtig aufwendig, das mit jedem Zimmer und so. Also sowas könnte man zum Beispiel machen, indem man sich in etwas Neues reinarbeitet. Das ist ein unheimlicher Liebesbeweis für diese Person, aber auch für andere manchmal. Wenn man sich ja in was Neues reinarbeitet, ihr könntet zum Beispiel einen Kurs machen, ihr könntet überlegen, boah, ich habe meine Frau, die töpfert oder hat total gerne selbstgemachte Schüsseln, ich töpfer jetzt mal eine Runde, ja? Oder du könntest sagen, ich bin halt gar kein Handwerker, ich gehe jetzt mal in so ein, oder lass mir von einem Freund was zeigen und mach dir jetzt einen schönen Nachtschrank oder was weiß ich, aber das kann alles so, können alles so Möglichkeiten einfach sein. Und was halt auch gut ist, auch wie generell bei jeder Liebessprache, ist einfach immer vor Augen zu halten oder vor Augen zu haben, dass es super wichtig ist, diese Liebessprache regelmäßig zu sprechen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jede Woche deinem Partner etwas schenkst, so, und da kannst du zum Beispiel auch irgendwie in dein Handy das immer eintragen oder kannst das auch schon vorausplanen, das ist auch super, dann nimmst du einfach dein Telefon, trägst in deinen Kalender ein, brainstormst einfach mal so ein bisschen und überlegst dir einfach so für die nächsten, weiß ich nicht, 8 Wochen oder so, überlegst du dir einfach mal, jede Woche mache ich meinem Partner jetzt ein Geschenk und du planst das einfach voraus. Dann musst du nicht immer, dann kommst du nicht in diesen Zugzwang, dass wenn du jetzt in der nächsten Woche bist, dass du dir jetzt irgendwas krass überlegen musst, sondern du machst das einfach schon im Voraus, weißt genau, was du machen musst und dann kannst du da, dann fällt einem das auch viel, viel einfacher, weil man dann genau sich einfach da nicht nochmal irgendwie was überlegen muss. Also wie der Tim jetzt gerade schon gesagt hat, man kann das gut wöchentlich machen für einen Anfang, aber es muss nicht unbedingt immer wöchentlich sein. Also macht euch da jetzt nicht so Stress. Hauptsache es kommt irgendwie regelmäßig trotzdem. Genau, da guckt aber einfach auch, wie euer Partner so tickt. Und wenn man wirklich keine Idee hat, dann kann man auch voll gut Freund oder Freundin fragen, was sie vielleicht für Ideen haben oder vielleicht auch noch Familie. Das ist halt auch nochmal eine gute Möglichkeit, um an Ideen zu kommen. Und auch immer vor Augen haben, der nächste Punkt, Gegenwart schenken. Also auch einfach so in Situationen, ja, einfach da sein. Oder vielleicht kannst du einfach mal sagen, ey, ich möchte jetzt diesen Monat einfach mal eine Veranstaltung mit dir besuchen und du darfst dir aussuchen, welche. Das ist auch irgendwie ein Geschenk. Und ja, das wirkt sich auch richtig positiv dann, ja, einfach auf eure Beziehung aus. Aber du darfst dann nicht die ganze Zeit bei der Veranstaltung sagen, boah, ist das kacke hier. Also du musst schon da auch irgendwie versuchen, positiv selbst zu bleiben. Genau. Und was ihr auch noch machen könntet, wäre dem Partner zum Beispiel ein Buch zu schenken. Also nichts, was er lesen müsste, sondern etwas, was ihm wirklich interessiert. Also schaut einfach mal, worauf hat er so richtig Lust, was wollte der immer schon mal lesen, schenkt ihm einfach ein Buch. Oder, was ihr halt auch machen könntet, tauscht euch, wenn ihr euch austauschen möchtet über ein bestimmtes Thema, dann tauscht euch aus, indem ihr gemeinsam ein Buch lest und ja, über das Thema einfach ja sachlich, auf sachlicher Ebene einfach mehr erfahrt. Und dann könnt ihr euch halt eben wöchentlich darüber austauschen und gucken, wie bringt euch das weiter. Das ist zum Beispiel auch ein Geschenk. So, und jetzt noch ein Knüller zum Schluss. Oh ja. ihr könntet oder du kannst deinem Partner vielleicht auch irgendwas für den Garten schenken. Also ich finde die Idee eigentlich super interessant, weil wenn du deinem Partner zum Beispiel eine Pflanze schenkst oder ihr gemeinsam zum Beispiel einen Baum pflanzt oder so, dann ist das irgendwie etwas, was permanent da steht und du irgendwie immer den Eindruck hast, okay, das hat oder das ist eine permanente Erinnerung quasi an deinen Partner, dass er dir quasi diese Pflanze geschenkt hat, diesen Baum mit dir zusammen gepflanzt hat. Und jedes Mal, wenn dein Partner dann auf diesen Baum drauf guckt, dann weiß er, ah, okay, das war irgendwie der Liebesbeweis. Und das wird halt immer so in der Erinnerung bleiben, weil das ist was Nachhaltiges und das ist nichts, was man
Also bei so materiellen Geschenken hat man das vielleicht manchmal so, dass man kriegt das geschenkt, findet das in dem Moment cool und hat da irgendwie ein paar Wochen Spaß dran, aber dann ist das irgendwie, ist diese Begeisterung für dieses Geschenk weg. Und wenn du aber irgendwie zum Beispiel so eine Pflanze schenkst, dann ist das halt was anderes, meiner Meinung nach, weil du halt permanent diesen Blick darauf hast und es ist halt irgendwie was, ja, was du immer siehst, was wächst, wie eure Beziehung. Ja, das wollte ich auch gerade bringen. Oh, was eine schöne Metapher. Da wollte ich aber auch noch was ergänzen. Das fand ich auch immer total gut. Also genau etwas, was man jeden Tag sieht, auch zu ergänzen. Gute Geschenke auch so zu Geburtstag und Weihnachten sind halt aber auch so Geschenke, die man eben alltäglich nutzt, wo man es halt immer sieht. Irgendwie ein Armband, eine Uhr, Portemonnaie. Das fand ich immer total cool, weil mich das dann halt immer direkt an Tim erinnert hat. Ja, genau. Nur so als Schluss. Ja. Schlusssatz noch. Genau, das waren so die Dinge, die wir mit euch teilen wollten zum Thema Geschenke. Wir hoffen, euch hat das was gebracht und ihr könnt jetzt super krass diese Liebessprache mit eurem Partner sprechen, beziehungsweise könnt jetzt an eurem Partner noch besser kommunizieren, wie er die Liebessprache sprechen kann, damit du dich geliebt fühlst. Das ist natürlich auch super essentiell. So, und wenn du aber irgendwie noch Leute kennst, wo du genau siehst, die beiden irgendwie in der Beziehung, die haben zwei komplett unterschiedliche Liebessprachen. Ja. Wir sehen das auch oft und denken uns so, ey, warum kennt ihr dieses Konzept nicht? Und das ist super einfach eigentlich, weil man da so, wenn man das einmal weiß, man kann da so krass in diese Kerbe reinhauen, dann erzähl den Leuten einfach von diesem Konzept, erzähl ihnen, wie das funktioniert, leite vielleicht auch die Folgen an die weiter oder den Blogartikel und lass sie den Test machen. Oder schenk ihn einfach das Buch dazu. Ja. Also es gibt so viele Bereiche, sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen. Und wir sind so überzeugt davon, weil wir einfach wissen, aus eigener Erfahrung, wie sich dieses Konzept auf eine Beziehung auswirken kann. Deswegen leitet das an alle weiter, die ihr irgendwie kennt. Lasst uns da irgendwie so eine Welle irgendwie in Gang setzen und dann wird das alles sehr, sehr cool. Yes. Genau, und wenn ihr es gut fandet oder wenn ihr noch Feedback habt, dann schreibt uns unheimlich gerne. Wir wollen da voll gerne drauf eingehen und genau, freuen uns, von euch zu hören. Ja, schön, dass du da warst, schön, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.